rein, ne? Komm, komm, komm hier, komm, wir setzen uns hier auf die... Es sieht doch gemütlich aus. Also, zack. Ja, Moment, ich guck, ob was unterm Tisch liegt. Nee, ist leider nichts. Ach, guck mal, hier liegt wieder eine Schaufel. Ja, habe ich auch gerade gesehen. Kannst du wahrscheinlich mit Erde abbauen. Ich glaube, die ist wirklich nur eine Nahkampfwaffe. So, einmal hier rüber jumpen. Uhu! Ah, ich mag das. Oh, super, bei mir macht er natürlich... Ich war zu langsam. Passiert. Hier war das hier drin, oder was? Ja, ja. Ah, der. Ich glaube, der hat hier schon alles total leer geräumt. Die Sau. So, schauen wir mal weiter. Frech, ne? So, das hier, wir sind an der Straße. Übrigens, diese schwarzen Blockhütten, die bringen nicht mehr so viel wie früher, habe ich so das Gefühl. Guck mal, hinten auf der Straße wieder. Hm. Da habe ich auch mal. Darfst du. Guck mal hier. Guck mal hier in dem Haus, ne? Da oben. Ja. Da oben drauf auf dem Schrank liegt irgendeine Jacke. Ich wette mit dir, die kann ich nicht aufnehmen. Na, gucken wir doch mal. Oh, das hier geht ja. Das ist so unglaublich. Wir sind echt zu fett. Ich kann die bestimmt nicht. Nö, kann ich schon wieder nicht aufnehmen. Ne, ich sehe die auch. Die wird nicht angezeigt in der Umgebung. Ist das Deko oder was? Das ist immer das, so. Das ist Deko, damit der Schrank nicht kalt wird. Ich weiß es nicht. Hier ist eine Mütze. Die sieht ziemlich hässlich aus. Okay, wir sind hinten raus. Okay. Oh, hier steht ein Zombie im Garten. Wer möchte? Boah, ich bin total... Ich mache das total gern mittlerweile. Naja, boah, guck mal hier. Also es ist immer noch gefährlich, ne? Also die treffen uns manchmal nur einmal und wir bluten. Und wir wissen halt noch nicht, wie das funktioniert mit denen. Na komm! Hast du so? Ja. Wir wissen halt eben noch nicht, wie das so funktioniert mit dem ganzen Medizinzeug. Und das ist schon doof. Und die haben auch noch nichts dabei. Das kommt wahrscheinlich dann auch später noch. Oh, hier gibt's Tarnschuhe oder was ist das? Warum, wir sind total die Zombie-Schnetzler geworden. Lederschuhen. Achso, das war der Dustin. Ich weiß gar nicht, was der jetzt für eine Axt hat, aber wahrscheinlich auch eine ganz gute. Kann ich dir nicht sagen, weiß ich nicht. Irgendwie ist ja hier nichts los. Wo sind denn die ganzen Überlebenden? Ich muss dazu sagen, ich habe heute schon mal im Vorfeld so ein bisschen gespielt. Und da haben mich drei schwer Bewaffnete getroffen. Ich dachte so, oh, ergebe ich mich mal. Ne? Die haben mich gefesselt. Und ich dachte so, ja, halten mich jetzt als Geisel, aber da passiert sonst nichts mehr. Und dann haben die mich einfach umgebracht. Aber ist schon cool, also dieses Fesseln und so, dieses Demütigen, das ist schon total ein tolles Game-Feature, ja. Macht Spaß. Möchte einer zufällig, wo habe ich denn jetzt, bitte schön? Warum stehen wir eigentlich hier so blöd auf der Straße? Wieso wir? Ich bin im Haus. Nee, ich rede mit Dustin. Ich gehe einfach mit Dustin mal hier, das Häuschen hier. Ich hatte hier die Wassertabletten wieder, die kann man sich nämlich in... Da, möchte jemand diese Wassertabletten mitnehmen? Ja klar, wo bist ich du denn? Ich kann die nämlich nicht mehr aufnehmen. Ich bin in dem Haus. Hier ist auch ein Feuerlöscher. Ach, in dem Haus bist warte, du. Warte, warte, ich hol dich ab. Hier. Wir sind an der Kreuzung. Eine Kreuzung? Eine Kreuzung? Hier hinter euch. Hinter dir, schau mal. Hier in dem Haus. Alles klar. Moment. Komm Sie mit ran, junger Mann. Wer schlägt denn da schon wieder? Ach, das ist Indy, der ist gerade auf dem Klavier. Nee, da hat irgendeiner gerade geschlagen und ich habe schon wieder Hunger. Achso, ich nicht. Tabletten? Oh, was sind das denn für Schuhe? Hier, komm her. Unter dem Bett liegen die. Oh, sogar ein Medipad. Ja, da habe ich aber genug von, wenn ihr noch braucht. Ich habe ja gesagt, Medikit, du hörst mir ja nicht zu. Da muss ich aber irgendwas rausschmeißen. Ach, dieses Bloodpack. Oder das Messer. Ich hab... Hast du die Kohletabletten? Nein, die behältst du. Die sind, ich hab, die sind voll ich special. Glaub, ich, oh Mann, nee, komm hier, dann... Hau eine Bandage raus oder so. Ich habe hier vier Stück. Und die nutzen ich habe jetzt einfach mal mein Flashlight für eine Waffe weggetan. Ja, mach das. Ich habe da auch noch Flashlight. Ja. Und ich habe eine Helm, so ein Helmleuchte. Braucht man nicht weg. Siehst du, das kann ich eigentlich auch mal wegschmeißen. Hier. Zack. So. So, Dustin, wir sind wieder an der Straße. Ich hoffe, jetzt, du bist lass hier aber mal ein Stück gehen, dass wir mal die Zelte wirklich suchen. Ja, die müssen hier irgendwo links von uns die sein. Die müssen irgendwo, genau, richtig. Dann lass uns mal hier die Straße lang. Ja, der macht wieder Zeichen hier. Hallo. Na, wie sieht das denn aus? Ist das was? Das ist doch neu. Das ist neu gebaut. Das ist neu? Nach der Apokalypse, aha. Oh Gott, jetzt wird sie durstig. Hab ich denn... nein. Ey, meine Sickness ist weg. Echt jetzt? Ja, ich habe nur noch Hunger.
klasse. Also, merkt es euch, liebe Freunde, mit Vitamintabletten kann man dann seine Krankheit irgendwie bekämpfen. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Ich sehe das hier eigentlich immer nur futtern. Das war ich aber gerade. Oh, oder so. Hier ist noch irgendwas zu essen, glaube ich. Ah, ich werde gerade in Steam Spaghetti angeschrieben, wie Daisy ist. Ist auch schön. Ah, ich muss mich mal umsetzen hier. Ah, oh, Mann. Ich gehe noch kurz in den ersten Stock. Ich würde mal sagen, wir gehen dann in das hintere Viertel da. Das, ich weiß nicht, ich kenne das gar nicht da. Deswegen kennst du das? Sag mal was. Kennst du das da? Ist das von Berezino? Don't know. Tja. So, dann lass uns mal rüber. Müssen wir herausfinden, ne? So, jetzt mal schnell über das Feld gelaufen. Ja. Waffe weggesteckt, damit wir ein bisschen schneller sind. Ich hab das jetzt vergessen. Es ist toll, dass du Warum kannst du noch machen? Im Lauf geht das auch. Ja. Oh, so. Zombie! Siehst du, jetzt brauche ich's. Das stimmt. Wo läuft sie hin? Okay. Da kommt sie. Was ist denn jetzt so? Die will, weiß aber auch nicht, was er will hier. Ha! Wow. Oh, Scheiße, ich blute. Hast du noch? Ja, natürlich. Verbind mich. Ah, so mitten auf dem Feld ist immer blöd. Naja. Ich habe noch 50% von der Bandage. Also die nutzen sich nicht sofort ab. Bei mir irgendwie schon. Der haut sich immer alles sofort drauf. Naja. Hier liegt ein toter Spieler. Ach nee, das ist... Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Ein Erst toter Zombie. Ein toter Spieler und dann hat er sich bewegt. Und so, na. Also, kann man hier rein? Jo. Mach auf, die. Oh, cool. Super. Und ich habe tatsächlich mal eine Frucht gefunden, ne? so eine richtig frische Kiwi. Eine richtige fruchtige Frucht, super. Was ist das hier? Eine... Ach, auch verrottet, aber ne? Hier, es gibt wirklich mehr Häusermodelle. Naja gut, das sieht jetzt nicht so spannend aus. Ich leg mich einfach mal hin und guck auch mal unter den Schrank. Es ist schon cool, dass sie jetzt so die Sachen versteckt haben. Ich werde jetzt mal was essen. Nochmal meinen Reis hier reinpfeifen. Also mir geht's super top, also das ist krass, wie lange wir eigentlich jetzt ja schon überleben. Mhm. Wir spielen wirklich schon etwas länger mit dem Charakter oder mit den Charakteren und ja, wir leben noch. Also wir haben das vorhin, haben wir uns schon mal getroffen, da bin ich allerdings verreckt, weil wegen der Bluttransfusion, ich habe dir glaube ich das falsche Blut injiziert. Wir haben das halt probiert, aber es hat irgendwie nicht so geklappt und dann bin ich in Ohnmacht gefallen und bekanntlich ist man dann wahrscheinlich tot, ich weiß nicht so recht. Dustin? Kommst du? Ich glaube, der guckt noch aus dem Fenster raus. Das ist blöd, dass er jetzt nicht mehr sprechen kann, weil das sonst so heilt. Also ja, das Problem ist einfach, der sitzt ja quasi im selben Raum und dann hört man mich doppelt, wenn er jetzt mitsprechen würde. Was haben wir hier? Hier liegt doch was. Ach, das ist wieder eine kleine Lampe. Oh, hier ist nochmal eine Axt, Dustin. Falls du... Zombie habe ich gerade gehört. Mhm. Zombie? Falls ein deine... Zombie hing am Glocken. Oh, hier ist auch ein Hammer. Nee, wie hieß das noch? Ein Zombie hing am Glockenturm. Was? Am Glocken... Nee, wie hieß noch der Film? Tatsache, guck mal, das ist alles neu. Schau mal raus. Das ist hier... Wirklich? Mit dem Baumstämmen? Nee, das gab's vorher nicht. Das ist ein ganzes Holzlager geworden hier in Berezino. Okay. Klasse. Ja, das sind, wir das sind also ja, schon genau, weiter wir sind vorne. Im Holzlager hier da. Du siehst, glaube ich, die Mauern schon. Komm, wir huscheln uns mal hier so Aber durch. Noch keine Menschen. Das ist total seltsam. Oh. Hinten ist ein Zombie wieder. Zwei. Ja, das ganze Gebiet ist hier neu. Ach, drei. Rechts ist, nee. Sind drei Zombies. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh. Vier. Komm, wir nehmen erstmal den da. Ja, also die können wirklich noch durch alles durch. Ja, ich muss einmal außen rum, um den zu kriegen. Oh, ich wurde getroffen. Ich blute. Okay, bandagier dich. Ja. Pass auf. Ah, oh, das ist ihn. Okay, der ist down hinter dir, das ist ihn. Hast du gut. Ach, du nimmst ja auch immer diese anderen Racks, die Ach andere. So, ich muss die auf Split Racks, oder? Die soll man, also die kannst du nehmen, aber nicht immer sollen die funktionieren, also Ach so. Wir haben ja richtige Bandagen, mach das auch, das sind du, nee, du blutest nicht, gut. Okay, ja gut, das war jetzt nicht so toll, das, Guck mal, hat da mich leider getroffen, aber egal. Das ist eine Schule? Ja, lass mal zur Schule. Hier gibt's auch eine Schule? Ja, anscheinend.
Ich sag ja, das ist mir jetzt hier nicht so alles bekannt. Oh, nee, hier. Kenn ich jetzt auch nicht. Handschuhe und Schuhe. Was ist das? Ein Schraubenschlüssel? Hiking Boots. Man muss übrigens mal dazu sagen, zum Beispiel so eine Konservendose hier, die kann man nicht ohne Werkzeug öffnen. Aber beispielsweise dann mit der Axt oder mit irgendeinem Werkzeug oder Dosenöffner kann man die dann öffnen. Also auch wieder ein bisschen ja, Richtung Realismus. Ich mach die mal. Puh. Gut. Ich wollte dir gerade helfen. Ich habe doch gesagt, ich mach die. Dann mache ich die auch. Dann nicht intervenieren. Alles klar. Wenn du sagst, du machst die, dann machst du die. Okay. Ich gehe mal rein hier in die Schule. Ja, ich bin hinter dir. Die einen ziemlich geilen Eingang hat. Uppa! Wow. Das sehen wir gleich. Oh, was haben wir hier? Der backt hier durch Wände, der das Ding. Ja, das macht er auch. Ein Black Hoodie. Oh, ist die Frage. Ich bin eigentlich schon ziemlich gut getarnt. Oh, hier gibt es einige Sachen zum Essen. Oh, ja. Oh, eine Soda. Da werde ich mir doch gleich mal eine Soda gönnen und eine rein. Eine nehmen. Auch noch was. Soda, Soda, Soda? Drink. Hat die sich hier alles geschnappt? Das gibt's ja gar nicht. Quark. Gott, ich habe so einen kleinen Kloß im Hals. So, ja, und dann... Was gibt's da oben noch? Tolle Sachen? Oh ja, da oben gibt's tolle Sachen, habe ich gerade erfahren. Na toll. Ja, ich komme dann auch mal mit nach oben. Ein Hammer ist jetzt aber keine tolle Sache. Ja, muss mir hier nicht irgendwelche Zeichen geben. Hier ist noch ein Minipack. Was haben wir hier? Was soll ich denn jetzt mit dem Hammer? Weiß ich nicht. Warum hat ihr das? Bloodpack, oder? Ja, okay, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Du stehst in der Tür. Ah. Gottes Willen. Oh Mann, man. Ist sowas? Ist alles noch ein bisschen, Och, schwammig. Oh, was haben wir denn hier? Ach, Bloodtest-Kit! Mensch, Jungs, hier kann man unsere Blutgruppe testen. Was? Jetzt sag nicht, ich habe das überlesen. Ich habe nur ein Bloodpack gelesen. Nein, Bloodtest-Kit. Oh, das Ding, jetzt bleibt doch nicht immer in der Tür stehen. Ich teste mal mein Blut. Und, hast du Blut oder? Weiß ich nicht. Ich teste gerade mal. Was habe ich? Mein Typ ist AB+. AB+, schreib dir das mal auf. Super. Ich habe AB+. Aber dann müsste man das ja auch bei der Spritze und so merken. Oder sehen irgendwie. Oder... Ja. Ja, kann man das bei einem Toten dann auch prüfen? Tja, das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung. Ach so, jetzt hab ich das doch genommen. Das wollte ich gar nicht. Also dann AB+, sehr interessant. AB+, okay. Wo ist denn jetzt hier meine Bandage? Die habe ich genommen. Achso, gut. Ja, dann. Nee, ich habe das Bloodpack genommen, weil ich dachte, das wäre dieses. Oh, hier ist auch Ding, noch mal das du gerade meintest. Hier ist auch noch mal ein Medikit. Ja. Ach, da sind die die Wassertabletten wieder drin, ne? Die nehme ich mal. Eine neue Maske. Und das Startkit, das nehme ich auch mit. Du hast eine neue Maske schon wieder? Die wird nicht angezeigt. Unglaublich. Wo ist denn die? Hier hinten? Ja. Eine Brille, super. Aber auch schon eine. Ach, wo ist denn diese Maske, die du meintest? Die habe ich gerade angezogen. Das ist doch deine alte Maske. Und du bist schwarz, wusstest du das? Was? Ich bin schwarz? Mhm. Ich muss mir die Brille mal anziehen, beziehungsweise die Maske mal ausziehen. Hier, guck mal, oh, guck mal. Wer sieht cool aus? Hm? Wer sieht cool aus? Wer sieht cool aus? So, jetzt geht's noch eins höher, da ist ja das Ding auch schon. Mhm. Was ist das? Ein Pistolenhalfter? Chestholder. Ja, wie geil! Guck mich mal an. Hab eine Waffe gefunden! Oh, wie geil! Eine Mosin Nagant! Krass! Nee, eine Mosin 9130. Guck mich mal an. Guck mal, ich habe jetzt einen Waffenhalter direkt an der Brust montiert. Siehst du das? Ja, cool. Also, so ein Halfter halt. Toll, was es nicht alles gibt. Ich freue mich wie so ein... Guck mal hier. So ein Keks.
Was? Wo bist denn du jetzt? Bist du mir jetzt nachgelaufen? Alter, hast du Schuss für die? Das ist jetzt die Frage. Da steht oben rechts eine 100, aber ich weiß nicht, was das heißt. Ja, wie 100? Das ist wahrscheinlich die Reichweite. Ja. Mach mal Bild auf, Bild ab. Ändert sich da was? Ja. Ja, dann Tatsache, ist auf 50 geeicht, auf 100, auf 300. Genau. Hm? Aber wie viel Schuss habe ich jetzt? Ich glaube gar keinen Schuss. Lad mal nach mit R. Stimmt. Moment, ich schieß mal. Nee. Nee, geht nicht, du hast keine Schuss. Guck dir mal die Waffe an und sag mir mal, was für eine Munition die benutzt. Rosinen weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Gar nichts. Nee, gar nichts. Die Waffe kann man sich auch anschauen, ne? Also, wir kriegen ja Zombie-Besuch hier rein. Wir sollten vielleicht langsam mal hier die Schule verlassen. Da geht's leider gar nichts. Also, ich bin ganz unten und gehe jetzt auch raus. So. Warte mal, ich nehme den Hinterausgang. Warte, wir müssen da lang. Aber cool, auf jeden Fall. Also, das Gewehr ist nicht schlecht. Gerade, das ist ja, denke ich, auch ein bisschen für Reichweite dann gedacht. So 200 bis 200 Meter und so. Das ist ja ganz cool. Aber jetzt bräuchte ich auf jeden Fall auch ein bisschen Munition dafür. Ich weiß gar nicht, was da reinkommt. Ja, das ist halt die Frage. Weiß ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich weiß es nicht aus dem Kopf. Jetzt habe ich euch schon wieder verloren. Wir sind gegenüber in dieser Scheune. Ah, okay. Mhm. Na, dann komme ich doch mal hinterher. Ich glaube, die Rope brauche ich nicht. Ich hau die mal weg und nimm lieber Wasser mit. Also Soda oder sowas. Hier ist noch eine Axt. Ich hätte gern ein 50-Slot-Rucksack oder sowas. Und ich hätte gern einen Katana. So wie bei The Walking Dead. So, ist die Frage, das Fabrikgelände, das sehen? Wie sieht's aus? Wollen wir da hin? Was machst denn du für Anstalten? Ist das ein Jahr? Ich nehme das jetzt mal... Was soll das sein? Das ist ein Ja. Okay. Also ich war gerade in der Scheune. Und zwei Hände ist Nein, eine Hand ist Ja. Man kann ja so Zeichen geben. Die haben wir ja... Ach nee, die haben wir noch nicht gesendet. Die waren bei unserem Vorgeplänkel sozusagen mit dabei. Oh Gott. Was denn? Ich finde das cool mit den Zeichen, wenn da noch mehrere kommen und so, dann kann man sich echt so verständigen. Kommst du mal rüber? Wir wollen in den nächsten Stadtteil. Ich finde euch halt nicht. Einfach in der Scheune, aber... Fabrik... Naja, weiter laufen. Du musst schon irgendwo an der Mauer kommen. Ich bin ganz woanders, glaube ich. Also ich bin jetzt innerhalb dieses Fabrikgebäudes. Ah so, da hinten war gerade einer. Ja, das wird wahrscheinlich ich denn sein. Naja. Und da auf der Fläche. Guck mal, sehe ich nicht total gefährlich jetzt aus? Lass ihn gucken, sag mal. Guck mal. Alter. Guck mal hier mit Brille und so. Oh, der schmeißt dich sofort hin. Alter. Oh, der Mann. Hat einfach Moves drauf, ne? Das ist total der Breakdancer. Sag mal, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Moment, ich muss dich mal angucken. Nee, von Face to Face. Sag mal, ach so, ich dachte gerade, du hättest noch eine. So eine Gasmaske da drunter an, weil der das ja hat irgendwie 3-4 Kopfbedeckungen auf einmal an, keine Ahnung. Hab ich auch. Ja, was? Dann zieh mal den Helm kurz aus. Nein! Oh, eine Gasmaske, das ist ja cool. Ich glaube, der Dustin ist schon wieder rausgeschmissen worden. Weiß ich nicht. Was sagt er denn? Dustin? Hallo? Ja, ich glaube, der hat gerade leichte Probleme. Ja, komm, wir gucken mal noch ein Stückchen weiter. Naja, wir können doch das hier nicht so allein lassen. Aber ist Sarah auch eine Frau? Ich war mir bis jetzt gerade nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob er sich schon ausgelockt hat. Aber wir müssen ja auf jeden Fall noch... Ja, Verbindung verloren. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach noch ein Stück weiter, ob wir die Zelte noch finden. Und da können wir dann auch erstmal Schluss machen. Ich glaube, es gibt die Zelte nicht. Es ist halt dieser Platz hier. Muss es irgendwo geben. Das ist out. Aber es scheint auch nicht mehr so viel militärisches Zeug einfach zu geben, sondern es wird halt viel mehr darauf geachtet, dass man jetzt sucht. Ne? Also, das stimmt. Es gibt gar nicht mehr so hochmoderne Waffen und so.
Doch, man findet es, wohl ganz gut diese M4 noch oder so. Oder ja, M16, ich weiß es gibt nicht wohl genau. Eher, es gibt weniger so Militärwaffen und so moderne Militärwaffen und so, sondern eher dann so diese zivilen Varianten, eher dann so ein einfaches Jagdgewehr oder so. Das kommt mir jetzt aber hier äußerst bekannt vor. Das sieht keine aus Ahnung, wie, wo das, wir sind das hier. Das sieht aus wie ein Elektro. Ah, guck mal, nochmal ein Zombie, da muss ich jetzt nochmal... Wie du da auch hinrennst mit der Axt, geil. Ach so. Oh. Der kommt gar nicht ran. Boah. Haben wir nicht gesagt, wir machen das so? Ja. Ja, was soll ich den nun hauen oder nicht? Ja, mach ruhig. So. Na gut. Ja, geh du ruhig mal da rein, ich geh mal hier rein. Aber hier waren wir doch definitiv schon, oder? Nee. Das sieht einfach nur sehr ähnlich aus. Ich glaube, das ist von Elektro hier abgeklaut, abgemupst. Weiß ich nicht. Schraubenzieher. Ah, okay. Tape. Oh, ich jetzt auch nicht. Du bist gegenüber? Ist ein Baseballschläger. Ja, ich bin gegenüber im Restaurant. Ich auch. Also hier ist auf jeden Fall ein Baseballschläger, aber ich glaube, der ist nicht wirklich besser als eine Axt. Hier gibt's Munition. Die 762. Ja, ich glaube nicht, dass das hier braucht. Ich weiß es aber nicht. Kann sein. Ein bisschen Brennholz. Kennt die Musi nicht so. Das haben wir übrigens hier auch noch nicht gemacht. Also Feuer. Mhm, das müssen wir alles haben. Aber Matchbox und so, also Streichhölzer habt ihr, ne? Ja. Was hattet ihr ja. Definitiv habe ich die irgendwo hier. Sag mal, komm mal runter. Da. Für deine Musi Nagant. Guck da mal, ob die Muni-Art da was ist für dich. Bist denn du? Moment, ich bin noch gegenüber. Ich guck hier noch ganz kurz durch. Kann ja sein, dass hier auch noch irgendwo Muni da ist. Das Ding, oder? Das Ding, bist du das? Yeah. Ist das die Zange da? Nein, ich habe die Schlüssel gefunden. Moment. Handcuff Keys. Super badly damaged. Ah, okay. Ich habe leider die Handschellen wieder weggetan. Komm doch mal hierher. Also in dieser Bar. Ja. Da gab es gerade. Wo sind denn jetzt? Wo ist denn jetzt die Muni, Mensch? Hey, was macht ihr? Ich bin quasi unterwegs. Hier ist wäre er. Fast auf der Banane ausgerutscht. Musst du dir mal anschauen, Patty. Du bist das selber auf der Banane. Okay. Oh, Zombie! Ja, kriegst du den? Schaffst du den? Ich sehe den gar nicht, ich höre ihn nur schreien. Hallo, Zombie. Oh, er ist bei uns. Ich komme bei dir mal rein. Bei dir? Natürlich, ich blute, ne? Hast du? Ich dachte, du wärst drüben. Nein, hier, immer noch. Das habe ich doch 30 Mal gesagt. Hast du? Hinter dir, rechter Tisch, da liegt Muni. Probier die mal. Aber ich mag keine Muni. Rechter Tisch, hinten, gucke, hier. So, ja. Da. Black Pen? Hä? Wofür du der? So Black Pen? Nein. Hier auf dem Tisch liegt... Ja, ich hab trotzdem hier Muni. Ja. Mann, jetzt hat er mich schon wieder erwischt, aber ich hab noch Farbe. Ja, doch, hab ich noch. Nö. Ja, nö ist gut. Das passt ist nicht. Eigentlich jetzt, die 762 ist ja eigentlich auch NATO. Aber man muss es ja mal probiert haben. Kann man hier so rein? Oh, warte mal, da ist eine Feueraxt, die will ich haben. Oh, cool. Hoch hier? Komm, sag mir, dass du wenigstens in einem guten Zustand bist, bitte. Cool, bitte, man kann denn echt hier so rein? Worn, ja, benutzt. Soll ich die mal probieren? Ich weiß es nicht. Ist sie besser? Hier, guck mal, Green Raincoat Code. Was? Wahrscheinlich ganz, also ich glaube, ich habe die gleiche an. Oh. Ach, die grüne Regenjacke. Ja, ich bin eigentlich ganz gut geahnt, also. Ich finde mich hübsch so. Ich finde dich auch hübsch. Das ist schön. Ja, was wollen wir die mal probieren, diese komische Axt da? Ja, zeig die doch mal. Die ist vorne. Vorne, da an der Seite. Einfach da lang rechts. Ach so. Ja. Die ist halt worn, also benutzt, aber das ist eigentlich noch okay. Also, boah, die ist aber... Ich habe das Gefühl, die ist viel größer. Hier gibt es Slugs. Slugmoney? Ja, die ist auch größer. Und hier gibt's Schuhe. Oh, in grün. Working Boots. Arbeitsstiefel. Na, dann tauschen wir die doch mal. Ne? Alter Schwede. Cool. Ja, der hat jetzt Stiefel. Ach,
Die Axt ist super. Ja? Vor allem, so, boah, die ist total riesig. Ich will zwar eigentlich die andere Axt jetzt nicht wegschmeißen, aber zeig dich doch mal. Machen? Wo bist du denn? Ich bin hier an der Treppe. Ich bin draußen. Ist hier nichts mehr? Ich bin jetzt hinten rumgegangen, hier geht auch noch eine Tür auf. Oh, hier ist Moni. Aber, ja, das habe ich ja gesagt. Oh Mann, ich krieg das echt nicht mit, wenn ich gerade rede. Ich muss mich gerade so auf tausend Sachen konzentrieren. Wo bist du denn jetzt, Mensch? Da. Ja, die ist schon ein bisschen größer, ne? Ja. Ich hoffe mal auch, dass sie auch besser zuhaut als unsere. Aber was die heißt ist echt. Worn? Worn, naja, benutzt. Benutzt heißt Worn? Ja, keine Ahnung. Guck mal hier. Für mich heißt Use benutzt, aber. Ja, Worn ist so irgendwie auch benutzt. Guck mal, jetzt habe ich das auch. Jetzt sieht sich aus wie Michael Jackson. Du, sag mal, du siehst ein bisschen aus. Nee, ich dachte gerade, hättest du jetzt mal, noch so zwei Lampen, dann würdest du so ein bisschen aussehen wie der gute. Wie heißt er noch hier? Sam Fisher. Was? Drei Guck mal, ich habe ja ein Portable Gas Stove, also ein Gasbrenner irgendwie. Wollen wir den mitnehmen? Aber ich habe keinen Platz für den. Ja. Der liegt da. Hätten wir einen Packesel, ja, dann mit dem Packesel vielleicht, aber so. Mann, Platzproblem, das ist immer so. Das stimmt. Ach, Mann. So, ich bin jetzt auch. So ein Pan. Oh, guck mal, hier sind wieder Vitamine. Vitamine sind immer gut. Nimm die mit. Ich habe keinen Platz mehr. Ich mach die anderen mal leer. Oh, guck mal, hier sind Gummistiefel. Nein. So was gibt's auch. Sag mal, wofür braucht man Gummistiefel? Gummistiefel. A large and hard, was? Rearing boot made from rubber that reaches just below. Knee-high designed. Predominantly to protect the feet during wet weather. Ach so, das ist wie bei den Regenjacken, ne? Ja, ist ja klar, das sind ja so Gummistiefel. Nee, aber dass man nicht friert oder so. Das glaube ich nicht. Dass man da nicht nass wird. Ich weiß es nicht. Die sind auf jeden Fall grün. Finde ich gar nicht schlecht. Ach, deine Tabletten hast du mitgenommen? Okay. Ja. Das ist ja toll. Boah, ich bin total voll bepackt jetzt mittlerweile. Ich auch. Also ich bin ganz zufrieden mit meinem Charakter. I need a drink, sagt sie schon wieder. Ja, okay. Mit meinem Charakter. Mit meinem Charakter. Oben war es schon, gut. Ja. Dann wollen wir mal runter. Also komischerweise ist uns jetzt noch keiner begegnet. Verizino ist halt eben... guck mal, was hier noch kommt, alles. Wir sind schon relativ weit gegangen, muss man einfach mal dazu sagen. Und das hier, bist du das? Bist du da gerade am Zombie? Ja, er sagt ja, gut. Ah, oh, Mist. Ich hätte jetzt gerne mal meine Axt Mosin, ausprobiert. Du hättest die Mosin rausgeholt, ich die Axt, so einfach ist es. Genau. Lassin, da kommt noch ein Zombie auf dich zu. Lassin, lass mir mal einen Zombie, ich möchte mal gern hier ausprobieren. Achtung, Lassin. Na komm, mach. Nimm die neue Axt. Na komm. Spalte die Schädel. Ich werde mal Dustin helfen. Dustin, komm zu mir. Ah. Gut gemacht. Hast du den da, Patty? Nö. Ja, wie nö? Ich komm. Blute. Ja, ist ja super. Komm her. Auf die Straße. Okay, verbind dich. Boah, ich komme da gar nicht mehr zurecht mit dieser blöden Axt. Verbinde. Soll ich dich verbinden? Ja, verbind mich mal bitte. Boah, ich habe keinen Platz, um diese Dinger mal zu trennen. Um diese Racks da zu machen. Apply Bandage, okay. Nicht bewegen. Oh, das ist super, danke. Okay, solltest eigentlich nicht mehr bluten. Du blutest aber noch. Ist das richtig? Nein, ist weg. Gut. Ist weg. Mann. Das sind ja, Mann, so eine super mit der anderen Axt kam ich viel besser zurecht. Ich glaube, ich hole mir die wieder, oder? Ach komm, die gibt's hier tausendfach, die werden wir schon nochmal finden. So, wo sind wir denn jetzt hier? Irgendwie eigentlich mitten im Stadtkern, oder? Ja, das ist halt alles neues Gebiet. Drüben habe ich schon gesehen, gibt es Hochhäuser. Das ist jetzt mir total neu, also. Ich bin gespannt jetzt auf das neue Gebiet, ja. Oh, hier gibt's hier was zu trinken. Das trifft sich gerade gut, dann kann ich mal meinen Süffeln. Da. Drink. Ich habe immer noch Hunger, das kann doch nicht sein. Dann hau ich mir jetzt noch was rein.
Da, die habe ich gerade aufgemacht. Was esse ich denn da überhaupt? Ach, Spaghetti, super. Ich schwöre auf den Reis, ehrlich. Ja, da habe ich auch noch fünf Packungen oder 50% von. Ich wollte gerade sagen, 5 Packungen Reis, das... Ja, das ist da können wir uns ja in die super. Wälder zurückziehen. Natürlich. Ich habe Cola Loca habe ich getrunken. Gar keine Anspielung oder so. Das ist eine Fire Station. Du willst mich doch jetzt verarschen. In Berezino. Warum ist das denn jetzt hier nicht? Boah, ja, ich kann mich auch total irren und alle haben jetzt schon geschrieben, in Berezino ist das so. Dann tut's mir leid, aber dahinter ist auch noch eine Moschee oder so eine Kirche. Und das gab's meiner Meinung nach nicht. Ich krieg den Hunger gerade nicht weg, Moment. Du kannst ja mal die Schaufel ausprobieren. Ach. Na gut. Ich folge mal dem Dustin, wie immer weiter die Straße runter, ist ja klar. Ja, ich komm mit. Und sag mal, war das jetzt nicht hier eine... Ach Quatsch, das ist ja gar keine Fire Station. Ja, bescheuert. Aber hinten okay, sollen wir noch zur Moschee so als letzten Akt? Mhm. War wieder irgendein Zombie? Wo bist du denn jetzt schon wieder hingerannt? Sag mal, ich verliere dich dauernd. Ah, ich bin nicht ganz auf der Straße. Ich würde gerne aufmachen. So. Ich bin wieder auf der Straße. Ich auch. Sind denn das... Warte mal, wo seid ihr denn? Na, guck mal her. Das den? Oh, ich habe gerade schon wieder einen Das ist den auf der Straße. Falls du uns suchst. Ach, guck mal hier. Guck mal hier links. Guck mal. Guck mal, hier ist schon wieder das... Guck mal. Das Plakat. Escape from... Was? Von Kolokiev. Kolokiev. Kann ich leider nicht aussprechen. So. Zeig an. Ja, es ist nett. Daring, Boris, Ebul, Ray, Money, Penny. Andrew Shatterhand. Nein. Ja, wie geil. Von Fujifilm. Guck mal, HPO. Ja. Fujifilm. Miromax. Dolby Digital. Dolby Digital. Oh, wie herrlich ist das denn? Ach, stimmt. Ach so. Ich hab echt jetzt Dolby gelesen. Dolby Digital. Dolby. Ja, guck mal hier die Hochhäuser und das boah, hier gibt's total viel zu looten einfach. Auf jeden Fall. Berezino ist halt ein richtiges Schmuckstück. Mhm. Also, wenn ihr noch kein Urlaubsziel habt, ne? So viel über Weihnachten, dann Berezino. Kommt hier mal hin. Ich will ja nicht hin, da ist ein Zombie. Ich guck mir das einfach jetzt mal an. Ah, hier gibt's wirklich sehr viel zu sehen. Mhm. Hier ist ein orangener Rucksack, möchte wer? Oh, hier ist nochmal ein Medikit. Da würde ich doch glatt mir nochmal eine neue Bandage mitnehmen. Frage ist natürlich, ob wir hier auch irgendwas Spannendes finden. Eine Küche? Puh. Wartet mal bitte kurz, ich bin hier schon wieder attackiert worden. Ich kann auch nichts an den Chester machen, verdammt ich. Sag mal, das ist ein Riesengebäude hier mit 1000 Wohnungen und nichts drin. Ja, da würde ich jetzt auch erstmal vorrangig nicht suchen. Weißt du was, ich werde mal meinen Reis essen. Ich habe ja noch eine ganze Packung Reis. Ich werde mal noch mal ein bisschen... Ja, sollen wir einfach mal zur Moschee gehen oder seid ihr da schon? Zur Moschee? Dann treffen uns da vor der Tür. Wieso hat meine Reispackung 0% und ich kann immer noch davon essen? Ist interessant. Weil das eine magische Reispackung ist. Ich glaub's auch. Das wäre cool. Nee, jetzt ist sie weg. Schade. Oh. Ich würde ja meine schade. Mit dir teilen. Oh, hier ist gerade noch ein Zombie. Ich muss mal... Puh. Oh, jetzt ruckelt es gerade. Mhm. Ist auch ein blauer Rucksack? Ja, dann komme ich mal nach draußen so... ich habe hier gerade eine Auseinandersetzung. In der Kirche. Oh. Oh. Was? Ach so, okay, wenn man trifft, dann... Okay, mit einem Schlag. Alles klar. Das ist ja mit unserer Axt eigentlich auch so. Ja, aber mit der ist, ich glaube, die Reichweite, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ist ein bisschen anders. Oh, also wie komme ich denn hier mal zu euch? Also ich bin jetzt hier. Ach, da ist der Dustin ja schon. Hallo! Ich bin noch hinter der Mauer, ich komme gleich. Dustin, nein! Wir warten hier. Da kommt ein Zombie. Jo, ich sehe euch. Hey!
Bloß das sie Massi Massi. Zack! Okay, alles klar, dann können wir jetzt hier rein? Nee, können wir nicht. Oh nee, ne? So, geht gar nicht. Och nö. Boah, ich dachte, da schießt schon wieder einer. Ja, ich würde sagen, wir beenden das jetzt einfach mal hier irgendwo, oder? Ja, würde ich auch sagen. Aber lass uns dadurch, lass uns einfach dann noch irgendwelche Bäume oder so schlagen. Jetzt noch einmal hier nach oben. Was denn? Sollen wir uns hier oben irgendwie ins Bett legen? Ich würde mich jetzt nicht im Berezino auslocken, ehrlich gesagt. Ja gut, also dann verschwinde in die Wälder. Dann gehen wir jetzt in die Wälder zu Robin Hood. Genau. Boah, wie der die Axt hält die ganze Zeit. Immer so provokant auch noch in die Luft. Also, ich hätte jetzt tatsächlich gedacht, wir werden ein paar Spieler treffen. Schade, dass das jetzt nicht so passiert ist. Ja, das kann ja kommen. Also, ne? wir nehmen ab und zu halt mal auf und gucken dann mal. Mhm. Ja. Naja. Guck mal, da oben ist das schön. Ja, es gibt hier halt kein Militärlager mehr. Aber vielleicht woanders. Also man weiß es nicht, was die Entwickler sich hier überlegt haben. Aber wir werden natürlich auch mal irgendwann dann den Flughafen genauer angucken. Wie gesagt, ich glaube, dass hier vorne war... Also der vordere Teil hier war neu. Also das ist mir nicht so bekannt gewesen. Ich habe das wirklich die Mod lang nicht mehr gespielt und deswegen habe ich jetzt auch den Überblick überhaupt gar nicht mehr. So, ich habe mir jetzt... Ich habe meine Tanne gefunden. Jungs. Okay, darf ich unter deine Tanne? Ja, darfst mit rein. Super, dann lege ich dürft ihr jetzt aber nicht weiterspielen, ne? Das ist, ihr müsst nee, ja nee, nicht klar. Spielen. Wir warten dann auf dich. So, dann... So, ich glaube, ich esse noch kurz was. Beende das mal. Ich bin dann raus schon. Ach, du bist schon raus? Mhm. Ich hau mir jetzt hier noch ein bisschen Spaghetti rein. So, kann man die Konservendose einfach hier ins Gemisch schmeißen? Ja, ne? Wahrscheinlich. Okay. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war mal hier so ein bisschen der Sieg. Das hat ja eigentlich jetzt schon ganz gut funktioniert. Und wir sind nicht gestorben, haben allerdings auch keine Überlebenden getroffen. Aber naja, wir sind auf jeden Fall hier zu dritt endlich unterwegs und sind relativ gut ausgestattet. Jetzt fehlt uns nur noch wirklich so ein bisschen medizinische Ausrüstung und die ein oder andere Waffe, dass wir uns dann auch ein bisschen zur Wehr setzen können. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann bei den nächsten Folgen von DayZ. Ja, tschüss.